Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Libretta. Ja, und das Rätselslösung war gar nicht so schwierig. So, man muss sich ranstellen. Ich drück nochmal zur Sicherheit. So, jetzt haben wir zum Beispiel ja G, ne? Aber wir halten das jetzt einfach mal gedrückt. Ja, das ist auch schon das ganze Geheimnis, oh Mann. Genau, der ganze Code ist da 8606. Okay, ich glaube, das kann ich mir merken. 8606. 8606. Oh, ich hätte es mir doch aufschreiben sollen. 8606. Wo ist das hier? Okay. 8606. Und was ist das? Es hat sich geöffnet. Oh, eine Lampe. Ja, geil. Also eine Taschenlampe. Was? Oh nein, ist keine Batterie drin. Ah, nee, warte. Doch. Solarbetrieben. Aber wenn es solarbetrieben ist, würde das ja bedeuten, dass es relativ schnell alle gehen kann, wenn wir in einem Raum sind, der dunkel ist. Sekunde mal. Oh, allgemein ergibt das nicht so viel Sinn. Fällt mir gerade auf. Okay, egal. Also wir müssen da ja jetzt mal versuchen reinzugehen. Schauen wir mal. Bestimmt hält das nicht lange an. Eine Toilette. Was haben wir hier? Ja, es wird wirklich dunkler. Du findest ein... Ah, ein Eimer. Schnell, 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 schnell. Geh raus. Oh, okay. Ich glaube, ich habe einen Eimer gefunden. Aber der Eimer bringt ja noch nicht so viel, oder? Wir müssten ja erstmal hinbekommen, dass da... Wartet, ich probiere mal, den Eimer reinzustellen. Ah, nee, okay, geht nicht. Hier ging ja nichts, oder? Auch wenn ich das aufmache. Es geschieht nichts. Kein Wasser. Also ich gehe nochmal rein, okay? Den Eimer haben wir. Aber... Okay. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst. Da ist ein Schalter. Das ist vielleicht ein Lichtschalter. Damn. Oh, okay. Aber wir haben den Schalter betätigt. Ich hoffe, er bleibt auch betätigt jetzt. Und sie hatte nach links geschaut. Ich guck mal hier. Es wird zu schnell dunkel. Oh, verflixt nochmal. Okay, ich speichere nochmal. Hat sich hier vielleicht irgendwas geändert? Nee. Nee, 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 nee. Oh! Schnell nochmal raus. Alles klar, also. Vielleicht doch hier nebenan direkt. Eine Toilette. Oh! Ist ja unmöglich zu schaffen. Oder? Würde ich sagen. Ich schau nochmal an dem Schalter. Ach Mensch, hat ja doch geklappt. Wieso hat es denn beim ersten Mal nicht geklappt? Keine Ahnung. So, was haben wir denn hier? Ah, okay. Da können wir uns Wasser holen. Ja, klar. Super. Aber was machen wir dann mit dem Wasser? Löschen wir damit jetzt das Feuer oder machen wir da irgendwas mit der Badewanne? Ich probiere mal kurz, was hier passiert. Ja. Ja, scheint geklappt zu haben. Dann kommen wir ja an das Buch ran. Reise, Kapitel 3. Sie kam in einer großen, lebhaften Stadt an, in die viele Reisende kamen. Sie wurde willkommen geheißen, aber nur als Reisende. Ihren Fragen konnten, also die Leute stellten sich taub bezüglich ihrer Fragen. Die Stadt war auf viele Dinge stolz. Seine Reichtümer, seine Geschichte. Aber sie fand hier nicht, was sie suchte, also lief sie weiter. Hui! Okay, aber das bedeutet ja fast... ich weiß nicht, ob ich nochmal Wasser holen soll und nochmal was ausprobieren soll mit der Badewanne. Da muss doch noch irgendwas mit sein. Also auf jeden Fall hole ich mir nochmal Wasser. Ja. Und dann könnten wir einmal ausprobieren, ob wir nicht doch die Badewanne damit befüllen können. Ich weiß zwar nicht wozu, aber irgendwas muss doch damit sein. Wir haben weder den Föhn, noch die Steckdose, noch die Badewanne benutzt. Habt ihr es gehört? Ich meine, ich hätte was gehört. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe.
Hier könnte man auch benutzen. Momentchen mal. Okay, das Wasser läuft ab. Tatsächlich ist der Stöpsel komplett herausgekommen. Und du kriegst ihn nicht wieder hinein. Du nimmst ihn mit. Aha. Alles klar. Oh mein Gott, es ist ein Plug, ein Stöpsel. Und den können wir jetzt verwenden für den Föhn. Weil der ja keinen Plug am Ende hat. Voll süß, ey. So. Jetzt machen wir den Föhn an. Und ein Schlüssel fiel hinaus. Okay, super. Ich denke, dann haben wir das Problem in dem Raum auch gelöst. Dann können wir wohl weiter. Momentchen, was war hier eigentlich noch gewesen? War hier nicht... Ach nee, den Apfel will sie ja nicht mitnehmen. Du willst ihn nicht wirklich. Du weißt nicht, wo er gewesen ist. War das hier zu, oder? Ach ja, hier war nichts. Da muss ja irgendwann nochmal was sein. Aber dann wohl erst später. Also gehen wir hier runter. Und dann jetzt halt... Geschicklichkeit ist hier wahrscheinlich gefragt. Oder so am besten. Okay. Kein Problem. Nichts, was ich nicht hinbekommen würde. Speichern. Ja, die Tür haben wir aufgeschlossen. Das bist du. Oh, rechts neben der Tür ist ein Lichtschalter. Und nun? Du kannst kaum etwas erkennen. Was bringt das denn? Ich mache erstmal das hier auf. Die Diva. Es gab ein Mädchen, das gerne sang. Ihre Eltern unterstützten sie immer. Und ihre Freunde wussten, dass es ihr Schicksal war, etwas Großes zu erreichen. Und mit viel Mühe hatte sie endlich die Chance, vor einem Publikum aufzutreten. Sie hatte diesen Tag sehr herbeigesehnt. Nervös ging sie auf die Bühne. Und die Menge, was? Sagte sofort Obszönitäten. Wieso? An jenem Tag sang sie nicht. Wieso? Das ist gemein. Du kannst im Dunkeln nicht lesen. Aber irgendwas muss hier doch noch sein. Das bist du. Hä? Okay, was ist, wenn ich den Raum verlasse? Oh! Hä? Es ist alles spiegelverkehrt. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Da ist nochmal ein Apfel. Wer weiß, wie der hierher gekommen ist. Wir haben sie gerettet. Richtig. Natürlich bist du das. Ich bin mir sicher, du denkst, das wäre nett von dir. Aber das ist nur Zeitverschwendung. Für uns beide. Du kennst mich nicht. Ich kenne mich ja noch nicht einmal. Und ich kenne gerade mal deinen Namen. Sorry, das war mein Handy, das eben vibriert hat. Ich mach's mal auf lautlos. Nun, ich weiß, wie ich dich nennen werde. Hey, Libra, lass mich in Ruhe, okay? Auf Wiedersehen. Nein, ich will dir doch nur helfen. Menno, okay. Ah, was ist das? Ein Salzstreuer. Was können wir denn damit machen? Naja, werden wir schon merken. Das ist wieder der Apfel. Der Apfel, wollte ich gerade sagen. Das ist wieder der Apfel. Huch, was ist das denn? Oh nein, ein Puzzle. Wirst du es versuchen? Oh nein, nein. Okay, also, wenn ich einen Container fülle, wird er komplett gefüllt. Wenn ich leeren drücke, wird er komplett geleert. Man kann aber auch einen auswählen, damit man den Inhalt in ein anderes kippt. Was? Achso, ja klar, das Wasser wird umgefüllt werden, solange sich noch in der Quelle etwas befindet oder das Ziel voll ist. Oh Mann, ich hasse solche Sachen so sehr.
Ich kenne das mit zweien, aber mit dreien und in jedem muss man die korrekte Menge haben, das hatte ich auch noch nicht. So. Jetzt zum Beispiel so, ne? Und das jetzt... Oh! Oh! Wartet mal. Ja, okay, so wird das nichts. Verdammt. Schade. Ich dachte schon, so, wow, spontan mal korrekt gemacht. Okay, ich verstehe, es füllt sich halt immer komplett, das ist ein bisschen das Problem. Ja, wenn ich das hier jetzt umkippe, kommt halt das bei rum. Und da kommen ja leider zwei rüber, ne? Ja. Ich fürchte, das kriege ich so mit den beiden hier allein nicht gelöst. Das würde ich zwar gerne, aber es wird nicht gehen. Also mach ich mal so. Ja, das bringt es auch nicht wirklich. Also das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Falls es zu extrem lange dauert, kann es auch sein, dass ich ein bisschen cutte, damit das nicht zu langweilig wird für euch. So, denken wir mal nach. Ich hoffe, das kann man auch lösen, wirklich. Was ist denn, wenn ich Quit drücke? Oh mein Gott! Dir wird klar, das ist nicht möglich. Jede deiner Handlungen resultiert darin, dass ein Container entweder komplett voll ist oder komplett leer. Und da die Ziellevel alle sich in der Mitte befinden, wird ein Container niemals stimmen. Es ist also nicht möglich, es zu lösen, zumindest auf normale Art und Weise. Vielleicht kann man aber irgendwo eine Lösung finden oder die Komponenten, um eine Lösung herzustellen. Okay. Es kann so befriedigend sein, wenn man Puzzle lösen kann. Aber sobald man eines zum ersten Mal löst, ist es nie wieder das Gleiche. Gibt es denn keine Möglichkeit, um, wie soll man sagen, ein Puzzle aufzulösen? Das wäre doch ein Puzzle. Das selbst wäre doch schon ein Puzzle. Das ist ein riesiger Pool sozusagen. Wirst du ein Item nutzen? Salz. Das wäre Verschwendung. So wenig Salz in so viel Wasser. Das wäre eine zu schwache Lösung. Ach, Solution. Eine Lösung kann ja auch eine Lösung sein. Also etwas aufgelöst in etwas. Aber trotzdem, was soll ich denn... Okay, jetzt haben wir also wieder Wasser. Hier ist ein unmögliches Puzzle. Es trotzdem versuchen? Kann ich denn... Nee, kann ich nicht. Dieses Puzzle scheint immer noch unmöglich zu sein. Die Lösung muss sich woanders befinden. Oder welche Items auch immer zur Lösung werden können. Also auswählen kann ich die auf jeden Fall nicht. Und wenn ich jetzt Salz auswähle, geht das auch nicht, ne? Okay. Was ist, wenn ich jetzt nochmal den Eimer benutze? Okay, man könnte ihn hier aber wieder auf füllen, wenn man das bräuchte. Okay, das hier ist auch ein bisschen anders. Wir schauen mal, was hier am Ende ist. Das ist ja echt fies gewesen. Und ich die ganze Zeit hier am Versuchen, das zu lösen. Ah, alles klar. Was? Damn, hier geht's einfach nicht weiter. Na dann. Vielleicht geht's ja später noch da weiter. Konzentration. So. Okay, das ist ja ganz langsam, ist kein Problem. Das auch. So, dann gehe ich da mal rein. Ach so, was ist ein S? Da ist es. Was ist es? Keiner weiß es. Es ist nur verwirrt. Also zeig darauf, lach es aus. Ist doch egal, wie es sich fühlt. Es ist egal. Das bist du. Links von der Tür ist ein Lichtschalter. Tatsächlich, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Gucken wir mal, was hier oben noch ist. Hier waren wir ja auch noch gar nicht gewesen.
Was haben wir denn da? Jetzt kannst du nicht mehr zurück. Aber wir haben jetzt schon wieder so ein... Kann ich wirklich gar nicht zurück? Ich glaube, hier komme ich nicht lang. Oh, doch, komme ich. Ah, nochmal ein Blatt. Ich frage mich, wie viele wir brauchen. Weil dann könnten wir ja dieses Buch auch wieder vervollständigen. Ich weiß gar nicht mehr, wozu wir das überhaupt vervollständigen mussten, aber... Oh. Da ist eine kleine Pflanze. Sie sieht schwach aus, aber sie scheint gut gewässert worden zu sein. Und sie kriegt eine Menge Sonne. Vielleicht sogar zu viel. Wirst du ein Item verwenden? Diese Blätter sind viel zu groß, als dass sie zu dieser Pflanze gehören könnten, denkst du dir? Ich weiß aber nicht, was könnte sie denn sonst noch gebrauchen? Der Eimer? Das könntest du, aber Wasser scheint nicht zu fehlen. Und was ist mit dem Salz? Aber das ist ziemlich grausam, oder? Du bist dir ziemlich sicher, dass das eine schlechte Idee ist. Habe ich denn sonst noch irgendwas, was ich mit ihr benutzen könnte? Was sie schützen würde? Eigentlich nicht, oder? Den Brief? Und was ist das Rote hier? Da kommt man irgendwie nicht so richtig durch, ne? Ja, jetzt weiß ich nicht genau, ob wir vielleicht zurückkehren müssen, um diese drei Blätter da reinzutun. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das schon reicht. So. Hier durch. Oh. Geschafft. Naja, das war ja nicht so schwer. Aber wo waren das gewesen hier? Welches war denn das unvollständige Buch? Ach, das da. Schauen wir mal, ob es reicht. Das ist nur ein Cover. Blätter scheinen zu passen, aber du brauchst noch mehr. Schade. Das ist ja nicht so gut, ne? Wo müssen wir denn dann als nächstes hin? Hier ist immer noch nichts. Mal, was passiert eigentlich, wenn ich hier sage nein? Ah, ja. Dann wirst du ein Item nutzen. Was? Das scheint nicht nützlich zu sein. Oder willst du es mit etwas anderem kombinieren, mit dem Eimer? Du tust das Salz in dem Wasser, um eine Lösung zu kreieren. Das war korrekt. Boah, jetzt ist ganz grau. Okay, das Wasser ist abgelaufen. Daher, so wurde wohl der Regen jetzt erzeugt. Okay, das Puzzle wurde gelöst. Oh Mann, da habe ich bestimmt noch mal ein bisschen was rausgeschnitten. Nicht wundern, weil ich halt einmal rumgelaufen bin über die ganze Map. Weil ich dachte, ich hätte irgendetwas übersehen, aber da habe ich mich ja scheinbar getäuscht. Regen, Regen, geh fort. Komm eines Tages wieder. Oder komm einen anderen Tag wieder. Da ist ein Schirm. Ich sehe einen Schirm. Den holen wir uns mal. Der ist bestimmt für das kleine Pflänzchen. Du hast einen Schirm gefunden. Damit können wir den kleinen, das kleine Pflänzchen! Nein! Ich bin so doof! Wieso habe ich das getan? Wieso habe ich mein Leben riskiert? Ich bin halt risky. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr risky und cool. Oh, und ich will es halt wissen, ne? Ich will es wissen. So, den haben wir. Okay. Stirb nicht, Libra. Und hier durch. Och, geschafft. Dann müssen wir jetzt nochmal speichern. Dann mache ich hier jetzt wieder das Licht aus. Ah, ne, da. Und nach oben, glaube ich. Genau, jetzt wirst du geschützt, meine Liebe. Ja, ja, bla bla bla. Ein Parasol. Oh. Oh, wie geil. Krass. Da die Sonne nicht mehr auf sie drauf scheint, war die Pflanze nun in der Lage, zu unglaublicher Größe zu wachsen. Und sie hat den Sonnenschirm direkt mitgenommen. So, da können wir ja, genau, entlang klettern. Reise, Kapitel 4.
Sie ist durch viele kleine Ortschaften gekommen auf dem Weg. Die meisten wollten ihr auf ihrer Reise helfen, aber sie wusste, sie konnte nicht bleiben. Einige wünschten ihr viel Glück bei ihrer Suche, wobei sie vermuteten, dass die Reise nicht erfolgreich sein würde. Aber sie würde nicht aufhören, bis sie es geschafft hatte. Sie lief weiter. Und da geht's nochmal weiter. Okay. Eine riesige Sanduhr. Oh, krass. Okay. Ich glaube, an der Stelle machen wir dann auch mal einen kleinen Cut. Ja, super. Da ist ein Buch. Boah, sind hier viele Orte nochmal. Das ist ja unglaublich. Was? Filing Room? Nur für die Nachtschicht. Ach, dann müssen wir wahrscheinlich hinbekommen, dass Nacht wird. Steht das da wirklich? Du musst dein Wort dafür nehmen? Was? Die Tür ist versperrt. Vielleicht können wir da auch was dran ändern. Oh, da ist sie wieder. Kann man vielleicht was ändern an dem, was da steht? Mit dem Stift? Nö. Okay, ich dachte nur, dass man das vielleicht verändern kann. Na gut, ihr Lieben, aber an der Stelle machen wir einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Libretta wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.